Hey, Pop. Kann ich dich was fragen? Wie kommt's, dass du mich nicht magst? Dich mögen? In welchem Gesetz steht, dass ich dich mögen muss? In keinem. Na bitte. Hast du jeden Tag was zu essen? Antworte, wenn ich dich frage. Hast du jeden Tag was zu essen? Ja. Solange du in meinem Haus wohnst, hören deine Sätze mit Sir auf, wenn du mit mir redest. Ja, Sir. Hast du jeden Tag was zu essen? Ja, Sir. Hast du ein Dach über dem Kopf? Ja, Sir. Hast du was zum Anziehen? Ja, Sir. Wieso ist das so? Was denkst du? Deinetwegen? Herrgott, natürlich wegen mir. Aber jetzt sag mir, wieso ist das so? Weil du mich magst. Dich mögen. Ich gehe jeden Morgen aus dem Haus und reiß mir den Arsch auf, weil ich dich mag. Du bist der größte Idiot, den ich je gesehen habe. Ein Mann ist dazu da, um für seine Familie zu sorgen. Du wohnst in meinem Haus, schlägst dir den Bauch voll mit meinem Essen, liegst mit deinem Hintern in meinem Bett, weil du mein Sohn bist. Es ist meine Pflicht, mich um dich zu kümmern. Diese Verantwortung schulde ich dir. Ich muss dich nicht mögen. Ich gebe dir nicht nur alles, was ich dir geben muss, ich gebe dir dein Leben. Ich und deine Mama, wir haben das unter uns geklärt. Und deinen schwarzen Arsch zu mögen, war nicht Teil der Abmachung. Also geh nicht durchs Leben und denk drüber nach, ob dich jemand mag oder nicht. Sorg lieber dafür, dass man dich anständig behandelt. Hast du verstanden, was ich sage? Alles, was der Junge tut, tut er für dich. Es ist nicht einfach für mich zuzugeben, dass ich nach 18 Jahren noch immer an derselben Stelle stehe. Und ich stehe auch da, wo du stehst. Ich habe 18 Jahre meines Lebens geopfert, um neben dir zu stehen.